Meter hohem Berg. Ideale Bedingungen also, denn hier wird nicht künstlich beschneit. Die Pisten hier bei Bad Sachsa bieten viel für Skifahrer und Snowboarder. Egal ob Anfänger oder Könner. Die Abwechslung der Hänge ist hier wesentlich mehr gegeben als zum Beispiel am Sonnenberg oder in St. Andreasberg. Wir haben eben diese vielen verschiedenen Abfahrten von der extremen Puckelpiste bis zum ganz flachen Familienhang, wo jeder üben kann. Und lange am Lift anstehen muss man am Ravensberg auch nicht. Neben den größeren Skigebieten in Braunlage, Bad Sachsa, um St. Andreasberg in Torfhaus, Schulenberg und Harnklee gibt es auch noch einige kleinere Hänge mit zum Teil nur einem Lift in Altenau, Hohe Gais, Bad Lauterberg und Osterode. Wer auf Nummer sicher gehen will, ob sich der Weg lohnt, sollte bei den Touristinformationen anrufen oder ins Internet schauen. Dort hat man einen guten Überblick über Loipen, Skipisten und Après-Ski. Eigens präparierte Rodelbahnen gibt es in Bad Harzburg, Braunlage, Bad Sachsa, St. Andreasberg, Altenau, Torfhaus, Schulenberg, Clausthal-Zellerfeld, Wildemann und Hahnklee. Bei Familien und Kindern sind die Pisten in Hohe Gais beliebt. Gleich hinter dem Parkplatz beginnt der Abfahrtshang. Kurze Wege also und familiäre Atmosphäre. Hier auf dem Hochplateau sind auch die Loipen noch gespurt und geöffnet. Jochen Schildknecht dagegen kommt mit seinem Pistenbulli am Ravensberg auf den Loipen nicht mehr weit. Seit Tagen brechen im Wald die Kronen oder ganze Bäume unter der Schnee- und Eislast zusammen. Da kommt selbst das Kettenfahrzeug nicht durch. Er kann Langläufer nur warnen. Das ist einfach zu gefährlich. Auch für die Läufer. Denn das passiert nicht nur nachts. Wir sehen es jeden Morgen wieder. Und deswegen haben wir eben auch vor 2 Tagen eingestellt. Wer also zum Skilanglauf möchte, sollte sich Loipen aussuchen, die außerhalb des Waldes liegen. Ja, nicht, dass Sie als Flachländer jetzt vielleicht denken, der Schnee taut überall. Gucken Sie sich das hier an. So sieht es im Harz tatsächlich aus. Herr Kalkhoff kommt in seine Ferienhütte im Harnklee kaum noch rein. Danke Ihnen für das Bild. Und Jörg Kachelmann, bleiben wir doch gleich mal beim Harz. Wie wird denn das Wintersportwetter zum Wochenende? Der Wind